Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben uns jetzt eine Weile nicht gesehen. Ich hoffe, ihr hattet schöne Ostern gehabt und auch schöne Ferien. Ja, was machen wir heute? Heute dreht sich bei mir alles um das Thema Ziegelform. Also ich habe jetzt hier schon eine doppelte Ziegelform stehen, die wir heute noch bepflanzen werden mit ein paar Kräutern. Aber diese Ziegelformen sind auch noch für ganz viele andere Sachen zu verwenden. Also ich zeige euch nochmal vier andere Sachen, wie sie bei mir Verwendung finden. Zwei am Anfang des Videos und noch zwei am Ende des Videos. Fangen wir mal damit an. Also ich habe sie verwendet für die Handtücher im Bad. Also eine Variante. So, dann habe ich noch eine andere Variante. Und zwar habe ich sie verwendet für Bonbons für die Kinder. Ja? Steht bei mir einfach auf dem Sideboard. Können mal die Kiddies reinlangen, wann immer sie möchten. Ne? Die anderen beiden Varianten sind hängende Varianten. Da blende ich euch dann zum Schluss ein paar Bilder ein und sage dazu noch eine Kleinigkeit. Aber jetzt fangen wir erstmal mit der doppelten Ziegelform an. Ja, was war damit? Also wir bepflanzen die. Ich habe schon mal vorbereitet so eine kleine Tüte, um die Ziegelform zu schützen. Die machen wir erstmal rein. Und dann habe ich so ein paar kleine italienische Kräuter besorgt. Ihr müsst schauen, dass es die Töpfe so sind, dass sie nicht über die Ziegelform drüber stehen. Also das finde ich jetzt persönlich nicht so schön. Und ja, das ist einmal Minze. Dann habe ich Rosmarin. Und Oregano. Moment, jetzt bin ich lost gerade. Ja, Oregano. Nochmal nachgucken. So, die machen wir rein. Die Lücken, die wir da noch sehen, die füllen wir gleich aus. So, die anderen beiden habe ich schon mal in Thymian, habe ich schon mal in so kleine Tütchen rein. Die habe ich schon mal verwendet. Die habe ich jetzt abgeschnitten, dass sie da schön reinpassen und noch einmal Rosmarin. So. Die Variante mache ich jetzt gleich mit euch zusammen. Also ich stelle dann eine, kennt ihr bestimmt auch, so eine Flaschenvase, so eine Flaschenlampe. Schaut ihr, was ihr für eine Flasche habt. Die ist jetzt so schön schmal. Die passt hier ganz gut rein. Ihr könnt aber gucken, Weinflasche, Sektflasche, wie auch immer, ihr müsst nur schauen. Es gibt da verschiedene Varianten. Also die ist zum Draufstecken und es gibt auch noch welche, die man zum Reinstecken, solche Aufsetzlampen. Da müsst ihr gucken, was ihr für welche habt. Ihr müsst auch mal schauen, dass es von der Höhe passt, also dass sie nicht zu klein ist und auch nicht zu hoch. Schaut einfach mal, was ihr da zu Hause habt. Und das fülle ich jetzt gleich noch mit euch mit den Seilen aus. Ne? Also ganz normale Seile. Aber es gibt auch noch eine andere Variante, weil ich möchte das ja dann auf einen größeren Tisch stellen, also auf meinen Esstisch, also, beziehungsweise wird es vielleicht auch dann raus in den Garten wandern, aber das muss dann natürlich geschützt sein. Ansonsten gammelt uns das Holz weg. Oder ich sehe das auch in der Außenküche oder so, ne, so auf dem Tresen oder so, sieht das bestimmt auch ganz cool aus. Ja, also wir machen das gleich mit Lampe fertig, aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, und zwar, dass wir da einfach Pfeffer und Salz noch mit integrieren. Aber da müssen wir noch eins raus. So, die Möglichkeit besteht auch noch. Oder Essig und Öl. Oder was ihr sonst so an Sachen benötigt, Chiliflocken. Also wie gesagt, einfach so kleine Sachen, die ihr dann so als Topping noch aufs Essen mit benötigen könntet. Ja? So, aber wie gesagt, ich möchte das mit der Flasche fertig machen. Rosmarin rein. So, nochmal ganz kurz gucken, dass auch das Video läuft. Perfekt. Weil ich muss es nämlich jetzt nochmal drehen, weil es hat nämlich zuerst nicht aufgenommen, leider. Und da füllen wir jetzt die Lücken mit aus. Also ihr könntet da auch
Mühlenbeck ja für verwenden oder meinetwegen auch Efeu. Oder was ihr da so habt, so ein paar Steine, vielleicht so ein paar schöne gewaschene schwarze Steine würden sich da vielleicht auch ganz gut drin machen. Natürlich könnt ihr da auch noch Moos für verwenden, um das so ein bisschen auszuschmücken, aber ach, ich irgendwie bin ich jetzt aktuell nicht mehr auf Moos. Moos ist für mich irgendwie so Herbst-Winter und das Wetter ist zwar ein bisschen wie Winter aktuell, aber ich möchte den Winter nicht mehr haben. Deswegen kommt bei mir jetzt der Tau zum Einsatz. Wir können jetzt Richtung Frühling, Sommer uns aufmachen. So, die eine Seite ist fertig. Könnt ihr das sehen? Mal gucken. So ein bisschen. Und dann auch die andere Seite. Das ist ja eigentlich so, dass wir diese Folie nicht mehr sehen und so ein bisschen die Töpfchen abgedeckt sind. So ein bisschen um die Flasche, opala, die Flasche drumrum. Aufpassen, dass wir die Kräuter zwischendrin nicht töten. Ein bisschen runterdrücken. Ach, so ein bisschen locker legen. Gucken wir es uns mal hinten an, wie es hinten ausschaut. Ja. Kann man machen. Sieht in Ordnung aus. So. So, schaut mal. So, hätten wir das jetzt. Ah. Vielleicht so. Ich mache euch nachher nochmal Bilder, wie es denn auf dem Tisch ausschaut. So. Und was ihr dann noch machen könnt, ihr könntet dann noch ein paar solche Holzspatel beschriften, also mit Rosmarin, habe ich jetzt schon mal vorbereitet, und Minze. Und da könntet ihr die anderen auch noch beschriften, wenn ihr möchtet, müsst ihr aber nicht. Also es ist vielleicht auch ein bisschen viel, wenn ihr alle beschriftet. Ne? So. Hier zeige ich euch dann nochmal ein Foto, wie es ausschaut auf dem Tisch. Und dann blende ich euch jetzt noch zwei Fotos ein, wie ich diese Ziegelformen, also diese hier, diese einfacheren, also nicht die doppelten, sondern die einfache, noch verwendet habe bei mir im Haus. Und zwar habe ich die einmal ins Bad gehangen, also einfach an die Wand geschraubt. Und da stehen drauf, wie ihr sehen könnt, der Rasierer von meinem Mann und so allen möglichen Utensilien, die er eben benötigt, um sich zu rasieren. Ne? Da könnt ihr auch für Damen dann eure Lippenstifte oder feuchte Tücher oder ach, keine Grenzen gesetzt. Also was ihr möchtet, könnt ihr da draufstellen, was reinpasst oder was drauf passt, könntet ihr da ins Bad dekorieren. Also wenn es bei euch ins Bad passt. Also ich habe das zum Beispiel an der Wand gemacht, die recht schmal ist. Das passt von den Proportionen her. Wenn ihr eine größere Wand habt, könnt ihr vielleicht diese doppelte, die ich jetzt mit den Kräutern bepflanzt habe, könntet ihr da an die Wand machen. Die zweite Variante hängend ist hängt bei mir im Flur. Ja, die ist auch an die Wand gehangen und da ist unten drunter habe ich so Haken geschraubt, also so ganz einfache Haken, die ihr im Baumarkt bekommt, einfach reindrehen und da könnt ihr dranhängen natürlich, was ihr wollt, was ihr braucht, wenn ihr aus der Türe geht, also einen Schlüssel oder wir haben zum Beispiel einen Hund, da hängt jetzt das Hundehalsband oder da könnt ihr die Hundeleine hinhängen, den Tütenbeutel oder im Winter könnt ihr da Handschuhe hinhängen, wie ihr das gerne möchtet. Also ich zeige euch eine Möglichkeit, was ihr mit denen machen könntet und ihr münzt das dann so um, wie ihr das für euch zu Hause benötigt oder auch schön findet an der Wand. Ne? Da könnt ihr natürlich auch so eine doppelte hinmachen, die wir jetzt bepflanzt haben, wenn ihr da Platz habt, eine längere Wand.
dreht da einfach ein paar mehrere Haken rein und da können da mehrere Sachen, mehrere Schlüssel und mehrere Hundeleinen oder was auch immer ihr dran hängen möchtet, könntet ihr da dran hängen. So, wir sind jetzt am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Like und ein Abo freuen. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!